Wichtig ist erstmal durchzukommen. Für uns ist sowieso wichtig, hier einfach durchzukommen. Wir haben immerhin das einzige Auto mit Heckantrieb. Das heißt, wir haben keinen Allradantrieb und wir haben alles Mögliche getan dafür, dass wir trotzdem, trotz nur einem Achsantrieb hier hoffentlich weit, relativ weit kommen werden. Das Auto wiegt die Hälfte von den anderen Mitstreitern und Leistung ist in Ordnung und ich denke mir, die Standfestigkeit ist ganz wichtig. Ich habe mir alles noch ein bisschen härter vorgestellt, muss ich sagen. Die letzten 2-3 Tage, das war richtig gut, weil das war so mein volles Programm mit Schlafmangel, das alles, was geht. Nicht mal Zeit zum Händewaschen. Es ist natürlich auch so eine Wahnsinnsdistanz insgesamt gewesen, aber man hatte einfach zu wenig Zeit. Auch ich würde so gerne mal mit Einheimischen gesprochen haben, innerhalb der kleinen Dörfer oder so. Und man hat einfach nur in diesem beschissenen Raum gesessen. Ohne jegliche Klimaveränderung, also keine Klima, keine Innenausstattung. Die anderen, die sind alle so geleckt hier in so einem Cayenne sitzen mit Leder und alles, Wimpertusche, alles was geht. Das haben wir alle nicht gehabt. Ich wasche mich heute Abend trotzdem, okay?